Ich hau noch schnell wieder raus auf die Schnelle. Und zwar geht es nochmal um ACTA, aber eher um das Urheberrecht. Und zwar halte ich es durchaus für möglich, dass die Sache mit dem Urheberrecht, dass das durchaus in Kürze bald vorüber sein könnte. Denn aus verschiedenen Richtungen in unserer Gesellschaft ist ja nun das Augenmerk oder das Blickfeld stark in die Richtung des Urheberrechts gewandert. Und auch mit einem gewissen Druck, mit einer gewissen Energie. Und mir geht es halt darum, dass wenn jemand seine Energie in eine Sache hineinsteckt, also seine volle Energie, seine ganze Kraft in eine Sache hineinsteckt, weil er halt damit durch die Wand will, ne, aber dann auf Widerstand stößt, ne, besteht nämlich auch die Chance, dass er dann nämlich gar keine Kraft mehr hat. Also, ich will da mal darauf hinaus, dass in ACTA ist ja so viel Energie reingesteckt worden. Das wird klar, wenn man den Text liest und den Brandbrief und das alles. Da ist so viel Energie drin, dass wenn der Widerstand jetzt bleibt, erhalten bleibt, dass es auch sein könnte, dass die Sache sich mit dem Urheberrecht dann vielleicht in Kürze erledigt hat. Weil wenn man seine ganze Energie in eine Idee reinsteckt, in ein Ziel und das Ziel nicht erreicht wird oder der Widerstand lässt einfach nicht nach. Man hat schon seine ganze Kraft verbraucht, um zu diesem Ziel zu gelangen, hat man dann irgendwann keine mehr und steht vor dem Nichts. Und das ist ja auch so bei das Akte an sich, dieses Schreiben und so. Man ist damit so weit gegangen. Man hat da schon eigentlich so viele Schritte im Vorhinein festgelegt, dass eine Steigerung, vielleicht rede ich auch Blödsinn, auch gar nicht mehr möglich sein kann, weil es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man mit ACTA hätte umgehen können. Erstens, man macht es schleichend. Man fängt lo locker und lo locker und flockig an und steigert die Begrenzungen, die Zensur immer leicht, immer ein Stückchen höher, so dass der Zuschauer das nicht merkt und irgendwann vor dem Nichts steht und es erst hinterher merkt. Oder man macht es so, wie sie es getan haben. Man ist völlig von sich überzeugt, man hat eine überzogene Selbstsicherheit und glaubt mit einer Dampframm-Aktion alle auf seine Seite zu ziehen und die anderen einfach mal zu überfahren. Nun, leider ist das ja dolle nach hinten losgegangen, das mit dem Überfahren, das ist leider nichts geworden. Und deswegen ist auch wie beim Menschen, wenn er seine Kraft irgendwo hineinsteckt und er kommt nicht zum Ziel, hat er ja keinen Hintergrund mehr, keine Kraft mehr. Und wenn jemand seine ganze Energie reinsteckt, ist eine Steigerung auch kaum noch möglich. Eigentlich müsste er dann wieder von vorne anfangen. Und deswegen halte ich es auch durchaus für möglich, dass die ganze Sache mit ACTA auch so dermaßen ein Ergebnis erzielt, dass die ganze Sache mit dem Urheberrecht in Kürze bewältigt sein könnte, aber auch vielleicht aber auch nicht. Weil mir ist noch was anderes klar geworden. ACTA hat ja nicht nur Konsequenzen hä oder hätte nicht nur Konsequenzen für uns gehabt, für die YouTube-User, für Leute, die einen gewissen Content benutzen wollen. Nee, im Grunde genommen, wenn man sich das Ganze mal anschaut, hat ACTA auch dem Urheberrecht geschadet. Überlegt mal, so einen schlechten Stand in der Bevölkerung hatte das Urheberrecht noch nie. ACTA hat dafür gesorgt, dass eigentlich ein Großteil der Community auf das Urheberrecht verzichten möchte. Ja, deswegen bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass eigentlich ACTA vielleicht auch zur Zerstörung des Urheberrechts da gewesen ist, um ein neues zu etablieren. Naja, ist ein anderes Thema. Ja, vielleicht passiert es dann so, dass wir eine Nullrunde herausbringen für die Urheberrechte. So wie für die Rentner, die ja mal keine Rente bekommen haben. Einfach mal so eine Nullrunde zum Neuordnen des Systems. Aber das werden die auch nicht machen. Wisst ihr warum? Weil Creative Commons dann wieder zu stark werden. Die Konkurrenz, das werden die nicht zulassen. Aber im großen und Ganzen, wenn ich mir das so anschaue, wie weit die gehen wollten mit ACTA, wie stark der Widerstand ist, halte ich es im großen und Ganzen
betrachtet es für möglich, dass es mit dem Urheberrecht irgendwie zu einem Endpunkt kommen wird. Vielleicht doch muss, weil die Situation, wie sie jetzt ist, wenn sie so bleibt, ist das sehr ungenau, sehr fragwürdig. Wenn jemand seine ganze Kraft in seine Faust legt und damit eine Wand, bildlich gesprochen, Wand der Bevölkerung zu durchschlagen, nur leider hält die Wand stand, dann ist die Faust verdammt blutig. Die Kraft desjenigen, der zuschlagen wollte, ist erstmal weg, vorübergehend. Und du musst es nochmal versuchen. Also deswegen, vielleicht verreckt das Urheberrecht auch an ACTA selber. Weil das Urheberrecht wurde gemacht, um damit Geld zu verdienen und den Künstler entgegenzukommen. Jetzt kommt es ja nur noch den Verwaltern entgegen. Aber ich halte es möglich, dass das durchaus bald vorüber sein könnte. Ob das dann positiv ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es könnte bald vorbei sein.